big attack from Richard Carapaz. The Ecuadorian Eagle now goes clear. Yellow jersey is Roglic. Pogacar looking for another stage win at the top of the Grand Colombier. Pogacar wins the stage. Kilometers of racing today, 156 riders at the start. Das ist eine Riesenchance für Ausreißer heute. Und ich sehe da einige gute Kletterer, die im Gesamtklassement zurückgefallen sind. Die werden die Freiheiten bekommen und um einen Etappensieg fahren. Nach dem zweiten Ruhetag geht es in die entscheidende dritte Woche der Tour de France. Die heutige Etappe von La Tour du Pin nach Villard-de-Lans wirkt wie eine Einladung für Ausreißer. Und die Konsequenz ist ein enormes Tempo vom Start weg. Die Attacken kommen von allen Seiten, auch aus der Mitte. Aber es braucht 30 Kilometer, bis das Peloton die große Gruppe ziehen lässt. 15 Mann an der Spitze, darunter große Namen Alaphilippe, Barguil, Carapaz, Anacona, Roach, Trentin und Lennart Kemmler. So geht's zum Zwischensprint. Hinten folgt Pierre Rolland, der aus Bergtrikot es abgesehen hat, mit dabei auch von Sandweb Benoot und Kasper Pedersen. It looks to me like Daniel Oss trying to go for it, but it's going to be Trentin, who managed to get himself through the group of riders. Rolland und Co. schließen nach 56 Kilometern auf. Das Feld folgt mit 6 Minuten Rückstand. Pierre Roland with the red numbers on, only 400 meters to go to the top of the climb. Nico Roach talking to him. And it is coming all back together. Look at the speed as they go flying past. Gather with the pack now, 12 minutes 30. 35 kilometers to go for Quentin Pacher of the BNB team. Am Fuß des schwersten Anstiegs hat die Gruppe der 23 einen Vorsprung von 12 Minuten. Egan Bernal verliert hinten den Anschluss ans Peloton. Pache versucht sein Glück, wird aber umgehend gestellt von Carapaz, Alaphilippe, Kemna und Reichenbach. Big attack from Richard Carapaz. The Ecuadorian Eagle now goes clear. It looks like Alaphilippe has gone pop. Carapaz, der Sieger des letztjährigen Giros, sorgt für die Attacken. Reichenbach verliert am Boden, aber Kemna ist super stark. Big attack by Lennart Kemna. Is he looking just for the points or is he going to try and win the stage? Kemna unterwegs zu seinem ersten Tour de France Etappensieg. Sein Vorsprung ist komfortabel, als er den letzten Anstieg erreicht. In the final phase of this stage of the Tour de France, Lennart Kemna comes around the corner and now he can celebrate a stage victory in the Tour de France. His second win ever in his career. He sits up. If anyone can, Kemna can. He wins stage 16 of the Tour de France. Es ist auch ein großer Trost für uns, auch für mich. Ich kann das noch nicht ganz glauben. Der Schritt, den ich in diesem Jahr gemacht habe, ist enorm und ich bin so glücklich. Great celebration by Lennart Kemna. Now we get ready to see what happens with the contenders. The young rider in the white jersey fancies a few seconds. Roglic responds. Richie Port goes with it. Lander's there. Adam Yates is as well. Lopez is next. Then Pogacar. Roglic.
Vor einem Monat feiert Kemna bei der Dauphiné-Rundfahrt seinen ersten Profierfolg. Jetzt ist er Etappensieger bei der Tour de France. Freude beim Bremer, nachdem er auf der 13. Etappe noch von Martinez bezwungen wurde. Keine Probleme für Primoz Roglic. Er verteidigt seine 40 Sekunden auf Tadej Pogacar im Gesamtklassement. Morgen muss er Geld verteidigen, wenn es zum Dach der Tour geht, zum grandiosen Col de la Loze.